So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Jetzt kurz bevor ich anfange, in den letzten Folgen war ich zu laut. Ausnahmsweise mal und nicht zu leise. Da habe ich das Mikrofon übersteuert. Es tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, das geht gut. Kurz vorweg, wenn euch dieses Video gefällt, jedenfalls einen Daumen nach oben, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Abo. Jetzt geht es aber los. Beim letzten Mal haben wir ja aufgehört in der Testkammer. Und danach habe ich auch aufgehört zu zocken. Und, ja. Ja, genau hier habe ich aufgehört. Hier bin ich Weiter. hochgegangen. Ich drück einfach mal den Knopf. Oh, ja, gut gemacht. Das ist einmalig. So, Oh, moin. ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann. Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Wie komme ich da hoch? Na komm, du kennst die Lösung. Ich wette, das ist nicht der richtige Weg. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Ich muss es tatsächlich zweimal machen. Also, hier ist. Mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Das stimmt, ja. Vor allem, sie bringen die Paradoxen um, aber ihn nicht. Das ist doof. Heißt, ihr Plan funktioniert nur gegen sie selber. Mann, wieso bin ich so laut? Bei dem ersten Mal aufnehmen war ich so weit von meinem Mikrofon weg. Und jetzt bin ich damit zu laut. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Oh. Wow, Alter. Sieht aus, als hätte ein Kind das erste Mal einen Foto-Editor entdeckt. Wo ist hier ein Cube? Nirgends. Doch da ist was. Also, wenn ich jetzt hier lande, also hier werde ich hochgetragen. Das blaue Portal ist da. Orange nach da. Da komme ich nicht runter. Blau nach hier. Werde ich hier rüber getragen. Also. Jetzt. Fuck. Fuck! Jetzt bin ich hier. Na, auf jeden Fall, der Test hier, der reicht schon, um mich zu confusen. Ich hoffe mal, ich habe nicht wieder so einen halbstündigen Hänger an einer Stelle wie in der letzten Folge. Das war mir auch echt ein bisschen peinlich. Zack. Dahin. Danke. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Ja. Schlechte Nachricht. Das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Es gibt bisher keine. Was? das muss sie doch mal deutlicher ausdrücken. Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Ja. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen.
Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Also, dieser Transportstrahl, der ist cool. So, wenn ich hier bin... Wie mache ich das? Wenn ich jetzt irgendwo anders hin so ein Quantenloch schieße, dann, warte mal. Komme ich hier aus dem Strahl nach unten raus? Ja. Also, es ist natürlich doof, wenn ich jetzt hier, warte mal. Okay, ich weiß es. Blau muss ich schießen. Fuck. Scheiße daneben. Ah, okay. Selbst entworfen, zusammengesetzt aus. Warte mal, stand da gerade Wheatlitcher oder sowas? Hab sie zusammengeschustert, es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Oh. Zack. Und. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh darüber und. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Also, die können nicht helfen, weil sie sonst gegrillt werden. Ah, jetzt drückt der scheiß Cube mich hier rein. Okay. Lol, die hüpfen sogar. Also, warte mal, da unten ist das Blaue. Da kommt das Blaue auch hier hin. Oh, ja. Yeah. Gut gemacht. Ja. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Ja. Aber das war's wert. Ja. Also, er kann nichts zu dem Test sagen, weil er sonst gegrillt wird. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Mir fällt gerade auf, die Kartoffel fängt an zu keimen. Ich frage mich, war das schon immer so oder fällt mir das jetzt erst auf? Noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Ja. So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Warte mal. Falsch. Okay. Okay. Das war ein bisschen knapp. Okay. Orange. Den dahin, den Knopf drücken. Jetzt fällt dieser Cube hier rein, da orange hin. Jetzt habe ich den schon mal. Entschuldigung. Jetzt muss der erstmal rüber. Tschüss. Okay. Erstmal brauche ich einen neuen, weil ich hab's verhauen.
Steht hinten drauf echt Weedlitcher. Weed. Nee, einfach nur Weedly. Warte mal. So. Der fällt dahin. Dann fällt er dahin. Spring ich hier rein. Zieh ab, Junge. So, zack. Jetzt wird der von da aus. Lol. Warte mal. Hey, bleib liegen. Bleib liegen. Fein. Wie krieg ich den jetzt da oben rein? Indem ich da... Nicht ganz. Indem ich hier ein Portal setze. Und da. Und dann schieße ich dort und dort. Warte, wie komme ich jetzt da hoch? Das habe ich nicht durchdacht. Also, nochmal. Liegen bleiben. Da Portal. Hier Portal. Durch, durch. Dann. Da Portal und hier Portal. So, das haben wir. Oh, nun geht's los. Wir kommen der Sache näher. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, das passiert schneller als gedacht. Was? Es wird schon alles werden. Was passiert schneller als gedacht? Das macht mich nicht... Das macht mir keine Angst. Okay, es heißt jetzt Wheatley Laboratory. Ich hab nur Ausweg gehört. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Wach mit. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Also der ist... Ah. Ich frag mich, ob ich sterbe, wenn ich da reingezogen werde. Okay, ist hier irgendwo eine Portalfläche, mit der ich... Ah, knapp. So. Nein, falsch. Wenn ich ihn jetzt wieder so mache, dann kommt er ja hier hin. Alter, was guckst du so nah?
Und jetzt kommt der hier lang und ich... So, Zack. Ich hab mich gesehen. Jetzt muss ich nur... Falsch. Jetzt den da runter. Und stopp. Ja, weg ist er. Der fällt jetzt 4 Kilometer. Ja, das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Bei dem kannst du nicht zu weit gehen. Wheatley Laboratories. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Och, nee. Wenn, dann mach Hardrock an. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Okay, wie komme ich wohin und wo muss ich überhaupt hin? Da oben muss ich hin. Wenn ich aus ausreichend Höhe da drauf falle. Okay, so nicht. Was nun? Also, ich muss da oben hin und muss mit Schwung da rein. Oder ich mach einfach... Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. Ja. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Ja, ja, ja. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Okay. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Wie hoch fliege ich, dass ich hier... Nicht hoch genug. Ah. Das ist Problem. Ich muss in den Transportstrahl kommen. So. Jetzt will ich dahin. Okay. Scheiße. Okay, das ist schon wieder Herausforderung. Da stehe ich drauf. Ich hoffe, ich brauche jetzt hier nicht wieder eine halbe Stunde. Oh, jetzt spielt er klassische Musik.
Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin hier rein. Wow. Ja. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Also. Warte mal, komme ich, wenn ich so gegenlenke? Es geht auf jeden Fall, ich kann gegenlenken. Ich kann doch nicht gegenlenken. Geil. Wenn ich durchspringe und dann direkt das Portal dahin schieße. Dann riskiere ich zwar wieder alles, aber... Oh, warte mal, mein Handy. Ach so. Fuck! Scheiße! Ich bin einfach nur zu gut gelandet diesmal. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Warte mal. Oh mein Gott, bin ich dumm. Hä? Ist doch eigentlich voll einfach. Zack. Zack. Fertig. Okay. Da wieder den Würfel. Zack. Rein. Selber Weg. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts. Fertig. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Ja. Ja. Also wir haben schon Error. Und Kernschmelze haben wir ja auch gehört letztes Mal. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts, nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Nein. Warte mal. Okay, wie kriege ich jetzt da einen Kubus durch?
Ich glaube, der fliegt auf der Höhe. Falsch. Da. Okay. Mal bitte Portale. Zeige ich mich erschreckt, obwohl ich wusste, dass sie da waren. So, ich glaube, ich sollte die eigentlich auch zerstören können. Auf jeden Fall war das, glaube ich, nicht der gewollte Weg. Warte mal, Orange kommt jetzt da unten hin. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wie komme ich hier wieder raus? Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Fresse halten. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Und durch und fertig. Also. Was ist nicht gut? Ach, er verzweifelt, ja. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Hier irgendwo muss doch ein Glascube herkommen. Lass mich kurz überlegen. So. Das kennen wir ja schon. Dann so. Okay. Ich kann das mit Schwung in das Teil reinhauen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich jetzt... Ah doch, ich weiß es. Also, ich muss... Boah, wie mache ich denn das? Ich kann ja schlecht... von da aus... Komm, gib mir mal Viechi. Ich glaube nämlich, wenn ich den Laser unterbreche, dann zieht er das rückwärts.
Nee, dann ist er aus. Ah, oh, ja, ich bin dumm, Entschuldigung. Ist mir gerade so aufgefallen, dass ich habe ja eben festgestellt, ich komme mit dem lande ich genau auf dem Teil. Also fliege ich auch hier mit dem Schwung weiter. Dann habe ich hier den. Der kommt natürlich nicht mehr da hoch, weil ich keinen Strahl mehr habe. Und aber erstmal. Ah, okay, ja. Ich stelle mich hier drauf. Mach das weg. Ist der wieder an? Fuck. Dann. Und dann. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Vergessen, ich kann nicht reden. Warum machst du mir das Leben so schwer? Ich sagte schon, dass er für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, ja. Zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrechtzuerhalten. Ja, der ist halt dumm, ne? Ah, diese Transportstrahlen, die machen echt Spaß. Ach, meine schöne Anlage. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steckt. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. So. Das ist aus. Aber wie komme ich jetzt darüber? Nicht hier. Ha. Da ist keine Portalwand. Wie komme ich da hin? Okay, das ist uncool. Ah, ich hab's verstanden. Muss einfach, wenn der da ist. Stopp, dann hält er an. Zack. Dann muss ich ihn jetzt dazu bewegen, sich zu bewegen, mich hier ganz an das Ende stellen, jetzt unterbrechen, ausmachen, durchgehen, zack. Problem gelöst. Nicht ganz. So, und jetzt landet der genau da drauf.
Ich hoffe, er ist drauf gelandet. Warte, hält der Würfel das aus, wenn ich den... Muss ja eigentlich, ne? Ich glaube, er ist nicht drauf gelandet. Okay. Plattform dahin. Würfel. Also er liegt drauf. Ah, er liegt drauf. Ich glaube, er hält auch die Hitze nicht aus. Deswegen... Bitte... So. Und weiter. Da hätte ich mich fast selber gegrillt. So. Warte mal, wie bekomme ich den Würfel da hoch? Jetzt wäre ein drittes Portal praktisch. Warte mal. Also. Der ist da oben. Also ich muss es ja irgendwie mit Portalen machen. Das Spiel heißt ja Portal. Ich habe hier Portale. Ich habe einen Cube. Ich weiß noch nicht, wie ich das reflektieren muss, damit es passt. Wohl, warte mal. Das passt, oder? Ja, das passt. Und zwar muss ich den Laser... So. Wenn ich den hierhin, okay, ich muss noch mal hierhin. Portal da, Portal da. Jetzt müsste der hier auf passender Höhe sein. Muss ich noch ein kleines Stück weiter. Kann ich...
So. Jetzt muss ich nur dahin. Und jetzt kann ich das so einrichten, dass der Laser... Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Chillig. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Warte, oh, nein, das ist gar nicht gut. Ah, wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat, nach der Übernahme töten? Gerne, das ist... Sei dir gegönnt. Ah, jetzt muss es laden. Also war das wohl die richtige Richtung. Ich würde sagen, ich spiele auch jetzt durch und schneide das dann in... 5 Videos, wenn es sein muss. Und genau das passiert jetzt hier. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos von Portal 2 verpassen wollt, auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Die nächste Folge ist das Finale von der Singleplayer-Story. Es gibt ja auch noch Multiplayer. Da habe ich zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme jetzt hier auch schon angefangen zu spielen, aber da ist halt nicht groß Story bei. Das ist halt, du spielst mit einem zweiten... Und das war's. Super beschrieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.